Wir sind Nilza Travels und in diesem Video nehmen wir euch mit auf einen Tagesausflug nach Koblenz. Ja, guten Morgen und herzlich willkommen hier aus Koblenz. Guten Morgen. Heute machen wir hier ein bisschen die Stadt unsicher und schauen uns mal an, was es für Sehenswürdigkeiten hier zu entdecken gibt. Ja, wir sind das erste Mal in Koblenz, also für uns beide das erste Mal. Ja. Wir sind gespannt, was uns erwartet. Ja, ist auf jeden Fall schon mal traumhaftes Wetter. Ja, das stimmt wohl. Geparkt haben wir im Parkhaus am Saarplatz. Das kostet 1 Euro für 40 Minuten, kann sowohl bar als auch per Karte bezahlt werden und ist sehr günstig gelegen. Von hier aus geht man ca. 10 Minuten in die Altstadt und 20 Minuten bis zum Deutschen Eck. Und dann ging auch schon die Sightseeing-Tour los. In wenigen Minuten erreichten wir schon die Mosel. Auf unserem Weg ging es vorbei an der alten Burg und dem wunderschönen Rosengarten, wo es morgens früh herrlich ruhig war. Je näher man dem Deutschen Eck kommt, desto lebhafter wird die Stadt. Wir sind vorbeigelaufen an Dutzenden Bootsanlegern, entschieden uns aber an diesem Tag gegen eine Bootsfahrt. Über den beiden Flüssen Mosel und Rhein thront das Kaiser-Wilhelm-Denkmal, welches 1891 erbaut wurde. Dort kann man auch hochsteigen und eine wunderbare Aussicht auf die beiden Flüsse Mosel und Rhein genießen. Ja, wir stehen hier gerade am Deutschen Eck. Da trifft der Rhein auf die Mosel und es ist richtig schön hier. Aber wir sind diesmal nicht alleine hier. Genau, weil hier trifft nämlich auch Nilza Travels mal wieder auf Geh raus. Wenn dir das Video gefällt, dann vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und auf den Daumen nach oben zu drücken. Nur wenige Meter entfernt vom Deutschen Eck befindet sich die Talstation der Seilbahn. Diese bringt einen über den Rhein bis zur Festung Ehrenbreitstein. Es gibt mehrere Kombipreispakete. Wir entschieden uns für die Kombination aus Seilbahn und Festung für 19 Euro pro Person. In etwa 7 Minuten überquert man den Rhein und wird direkt oben zur Festung Ehrenbreitstein gebracht. Der Einstieg ist übrigens bodeneben und somit auch geeignet für Kinderwägen, Rollstühle und Fahrräder. Schon von der Seilbahn aus hat man eine herrliche Panoramaaussicht auf das Deutsche Eck, den Rhein und die Mosel. Ein besonderes Highlight ist dabei auch die Aussichtsplattform Koblenzer Kanten mit Rhein-Mosel-Blick, übrigens auch barrierefrei. So, wie sich das in klassischer Nilza Travels Manier gehört, haben wir natürlich, wo eine Burg ist, auch eine Burg zu besichtigen, nämlich die Festung Ehrenbreitstein. Da befinden wir uns jetzt gerade, sind mit der Seilbahn hier hochgefahren, wie ihr vielleicht gesehen habt. Und schön über den Rhein. Genau, und jetzt schauen wir uns hier mal die Festung an. Die Festung selber ist überraschend groß und sehr beeindruckend. Es gibt verschiedene Ausstellungen, die man über einen Rundgang besichtigen kann. Dabei gibt es Dauerausstellungen, die über die Geschichte der Festung informieren, eine Ausstellung zum Thema Wein inklusive Vinothek zur Verkostung, sowie spannende Sonderausstellungen, wie beispielsweise aktuell Mahlzeit Deutschland zum Thema Esskultur in Deutschland. Thank you.
Neben tollen Aussichten und interessanten Ausstellungen gibt es in der Festung auch zwei Gastronomien. Einmal einen Imbiss und ein Café mit gemütlichem Biergarten. Dort sind wir auch direkt für ein Mittagessen in der Sonne eingekehrt. Nach dem Essen ging es mit der Seilbahn wieder bergab. Ein kurzer Blick noch auf das wunderschöne Panorama und weiter ging die Sightseeing-Tour durch Koblenz. Unser nächster Stopp war die Basilika St. Castor. Sie ist die älteste Kirche in Koblenz und verzaubert dank dem Paradiesgarten auf der Südseite, der für die Bundesgartenschau 2011 angelegt wurde. Von hier aus kann man weiter den Rhein entlang laufen bis zum preußischen Regierungsgebäude, das, wie der Name schon sagt, der Sitz der preußischen Regierung für den Bezirk Koblenz war. Leider kann man das eindrucksvolle Gebäude nicht besichtigen, da sich dort heute das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr befindet. Ein paar Meter weiter am Rhein befindet sich das Kurfürstliche Schloss, welches die Residenz des letzten Erzbischofs und Kurfürsten von Trier war und auch eine wichtige Location der Bundesgartenschau 2011 war. Der große Schlossgarten lädt zum Verweilen ein. Danach verließen wir den Rhein dann erstmal und schauten uns die Altstadt von Koblenz an. Auch hier gibt es einige Sehenswürdigkeiten. Ein absoluter Hingucker ist die Historiensäule auf dem Josef-Görres-Platz. Die Säule wurde 1992 errichtet und beschreibt in 10 verschiedenen Ebenen die Geschichte der Stadt. Auf dem Rathausplatz kann man einen echten Koblenzer Lausbuben sehen. Dort steht nämlich der Schengelbrunnen, auf dem die Bronzefigur eines kleinen Jungen steht, der alle paar Minuten einen Wasserstrahl spuckt. Mitten in der Altstadt kommen die Straßen Am Plan, Löhrstraße, Marktstraße und Altengraben zusammen und bilden die Denkmalzone 4 Türme. Die Häuser mit den kunstvollen Erkern wurden 1608 erbaut und seitdem mehrmals neu aufgebaut, restauriert und erweitert. Die benachbarte Liebfrauenkirche steht auf dem höchsten Punkt der Koblenzer Innenstadt. Ihre Wurzeln gehen sogar zurück ins 5. Jahrhundert. Ja, das war es auch schon mit unserem Tag in Koblenz. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir fanden es auf jeden Fall mega schön, nochmal mit euch unterwegs zu sein. Ja. Definitiv. Der Christian ist leider nicht im Bild, dem geht es nicht so gut. Der hat ein bisschen Heuschnupfen und Allergie. Ja, ansonsten schaut doch mal auf dem Kanal von Geh raus vorbei. Den Link werden wir euch hier hoffentlich einfügen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.